kläglich. So das Abschneiden der Löwen in den beiden bisherigen Aufstiegsrunden. 3 Punkte 1984 und 3 Jahre später nur ein einziges Remis, jeweils Tabellenletzter. Die wollen ja gar nicht, so hieß es damals. Die Fans unterstellten der Mannschaft fehlendes Engagement. Die gut bezahlten Kicker fühlten sich angeblich in der Bayernliga wohler als in der rauen Luft des bezahlten Fußballs. Einige Cracks von damals sind auch im Mai 1991 noch dabei. Aber das Umfeld ist ein ganz anderes. Carsten Wettberg hat radikal aufgeräumt, Klicken zerschlagen, Starallüren beseitigt, das Team zu einer verschworenen Truppe zusammengeschweißt. Nur noch nie war die Aufstiegschance so klein. Von den 4 Oberligameistern aus dem Süden setzt sich lediglich der Beste durch. Die Wiedervereinigung lässt grüßen. Bei einer derart harten Nuss ist jede Hilfe willkommen. Der Südwestmeister Borussia Neunkirchen lässt extra den saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine aufmarschieren. Mit maßgeschneidertem Käppi. Über 20.000 Zuschauer im Stadion von Neunkirchen, darunter fast die Hälfte in Weiß-Blau. Aus München, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, überall her kommen sie, um ihren TSV zu helfen. Sogar ein tierisch dekoriertes Löwenauto mit Autokennzeichen HB, also Bremen, steht vor dem Stadion. Einer muss allerdings in München bleiben, todtraurig, aber mit beiden Ohrwatscheln am Radio. Guido Erhardt. Zum 3. Mal in dieser Saison liegt er im Krankenhaus. Im Training hat es ihn mit einem Kreuzbandriss schwer erwischt. Ein Kuriosum am Rande. 1860 bringt nur einen Satz Trikots mit ins Saarland. Und da die Borussia auf die weißen Leiberln besteht, spielt Neunkirchen in Weiß-Schwarz gegen den TSV 1860-Neunkirchen in Gelb-Blau. Von diesem Trikotwechsel scheinen die Löwen doch leicht irritiert. Der Gastgeber mit Vorchecking, das schmeckt der Wettberg-Truppe überhaupt nicht. Die Saarländer demonstrieren bereits in den ersten Sekunden, was die Aufstiegsrunde bringen wird. Tempo und viel Härte. Ganz anders wie in der Hammel, Verzeihung, Bayernliga. Und es sind noch nicht einmal 60 Sekunden vorbei, als der Ball zum ersten Mal im Netz zappelt. Zum Glück entscheidet der Schiedsrichter hier auf Abseits. Aber die Abwehr der Löwen stellt sich zu spät auf die Taktik des Südwestmeisters um. Trainer Horst Brandt lässt mit 3 Spitzen spielen, so ist immer einer frei, auch nach 6 Minuten. Gieselmann unbedrängt per Kopf zum 1:0. Für die Münchner ein völlig ungewohntes Bild, Jubel beim Gegner. Zwar kommt der TSV in der Folgezeit zu Chancen, aber irgendwie ist Sand im Getriebe, der Motor läuft nicht rund, man kann auch sagen, da ist der Wurm drin. Und selbst wenn eine Aktion gut herausgespielt wird, es fehlt halt immer der berühmte Zentimeter. Kneißler auf Brückner. Er macht's alleine. Knapp vorbei. Spätestens an dieser Stelle muss ein Wort über die Härte verloren werden. Der DFB tut gut daran, erfahrene Schiedsrichter zu den Aufstiegsspielen zu schicken. Doch was FIFA-Referee Assenmacher in Neunkirchen bietet, trägt nicht gerade zur Beruhigung der Lage bei. So beginnt Mitte der ersten Halbzeit die lustige Holzhackerei. Ganz nach dem Motto, trittst du mich, so haue ich zurück. Die Bilanz nach 90 Minuten. 7 gelbe Karten, 2 Zeitstrafen, 2 Platzverweise sowie eine Massenkeilerei, zu der später noch einiges zu bemerken ist. Zurück zum Sportlichen, denn es wird zwischenzeitlich auch Fußball gespielt. 1860 versucht alles, doch die Aktionen sind überhastet. Es fehlt der kühle Kopf in diesem Hexenkessel.
Wichtig für den weiteren Verlauf dieser Partie, die Kartenspiele des Herrn Schiedsrichters. Mitte der ersten Halbzeit, André Brückner sieht nach diesem Foul völlig zu Recht gelbes Karton. Kurz darauf wieder der Ex-DDR-Kicker im Mittelpunkt. Er ist es, der gefoult wird. Nicht ganz unschuldig ist er aber am Fall seines Gegenspielers. Aber nun achten Sie auf den Mann in Schwarz. Das Spiel ist unterbrochen, Herr Assenmacher beruhigt die Gemüter. Erst auf den massiven Protest der Betreuer und der Zuschauer hin konsultiert er seinen Linienrichter. Und erst dann muss André Brückner für 10 Minuten hinaus. So viel zum Thema Beeinflussung von außen. Das hat Carsten Wettberg gespürt und in der Pause gelingt es ihm, seine Mannschaft endlich aufzuwecken. Doch auch Neunkirchen lässt nicht locker, hören Sie mal, wie ein Zuschauer bei diesem Freistoß den Flug des Balles kommentiert. Aber auf den Langen ist Verlass. Gut eine Stunde vorbei, es muss etwas passieren. Der Aushilfsjoker greift ins Spielgeschehen ein. Albert Gröber kommt für Buvi Wolke. Und was dann 10 Minuten später geschieht, lässt dem Oscar Lafontaine seine Kopfbedeckung wohl vom Kopfe rutschen. Mit der Brachialgewalt der Urbayern und dem Tarzanschrei auf den Lippen setzen sich die Löwen durch. Ostern, Pfingsten, Weihnachten, alles auf einmal für Albert Gröber, den gerade Eingewechselten. Carsten Wettberg diesmal ganz untypisch, doch im Taumel gehen seine mahnenden Worte sichtlich unter. Der Gastgeber, die Borussia, zeigt sich spürbar geschockt. Der Sack steht sperrangelweit offen, die Löwen müssen ihn nur noch zumachen. Horst Schmidbauer dürfte nach dieser Chance wohl schlaflose Nächte haben. Mit Löwenmut stemmen sich die 60er gegen Neunkirchen. Kein Mauern, kein das Spiel nach Hause zittern, sie wollen die Entscheidung. Nur, was in der Bayernliga klappt, die berühmten Standardsituationen, haut in der Aufstiegsrunde einfach nicht hin. Roland Kneißls Freistoßversuch. Eine sichere Beute des Torwarts. Der unrühmliche Höhepunkt dieser Schlacht, Teil 1, die 81. Minute. André Brückner, mit Gelb und Zeitstrafe behaftet, tritt nach, ein Blackout, er sieht schwarz, dann rot. Unter Tränen verlässt der 25-Jährige das Spielfeld. Seine Kameraden stürmen aber weiter mit dem Motto, 11 Freunde, das sind wir. Zu zehnt immer wieder nach vorne. Roland Kneißl, von manchen Fans vergöttert, verpasst hier die Chance, bereits zu Lebzeiten in den Fußball-Olymp emporzusteigen. Und dann Eklat Teil 2. Gieselmann geht auf Kneißl los wie ein Sensenmann. Auch für ihn zu Recht die rote Karte. Aber die Begleiterscheinungen. Ein einziger Skandal. Im Getümmel wird Carsten Wettberg von einem Zivilpolizisten geschlagen. Gott sei Dank setzt sich zum Schluss dann doch die Besonnenheit durch. Beide Mannschaften mobilisieren in den Schlussminuten die letzten Kraftreserven. Aber ein Tor, das will nicht mehr fallen. Die Szene beim Schlusspfiff symptomatisch. Eins, zwei, drei, vier Spieler wälzen sich auf dem Boden, angeschlagen und erschöpft. 1:1, ein schwer erkämpfter Punkt, aber ein gelungener Auftakt. Nur André Brückner wird nach seinem Feldverweis für zwei Partien gesperrt.